Es ist arschkalt, es ist nass, wir haben es noch nässer machen lassen. Ich würde sagen, ab in die Autos und dann geht's los. BMW R240i gegen Audi RS3. Taktik voll aggressiv. Einfach alles, was geht. Mal schauen, was in dem Auto drin steckt. Boah, es ist richtig rutschig hier. Wer ist der flottere Power-Allrader? Das gibt's ja auch nicht. Nein! Was ist bei dir auf der Liste am teuersten an Sonderausstattung? BMW Live Cockpit Professional um satte 1.950 Euro. Bei mir das MMI Navigation mit MMI Touch für 1.790 Euro. Irre, nicht schlecht. Basispreis 62.000 Euro. Ach, da hast du aber richtig einen rausgehauen. Bei mir 56.000 Euro Basispreis. Und somit hast du an der Basisausstattung schon mal über 5.000 Euro gespart. Sagst du mal, wäre das eine Challenge, hätte ich schon gewonnen. Ja, Pustekuchen, war aber keine Challenge. Wir sind in Oschersleben. Richtig. Was haben wir vor? Wir haben zwei brandneue Fahrzeuge, und zwar kompakt, mit Power und Allrad. Und deshalb habe ich mitgenommen den BMW M240i mit X-Drive. Zu deiner Aufzählung passt auf jeden Fall auch perfekt meine neue RS3-Limousine. Was haben wir vor? Wir haben 5 wilde Challenges für euch vorbereitet und testen heute, welches von diesen beiden kompakten Autos das bessere ist. Genau, aber meiner ist geiler, also könnten wir uns die Challenges schon sparen. Ich habe gehört, du kannst ganz gut Auto fahren. Mein Name ist Laura Kreiermer, ich bin 30 Jahre alt, komme aus dem schönen Österreich und fahre professionell Autorennen für KTM. Ich habe gehört, du kannst auch ganz gut Auto fahren. Komm her, wir testen das. Wir fahren das aus. Wir fahren das aus heute. Ich glaube, dass der BMW und ich richtig gutes Gesamtpaket anbieten können. Wir haben eine Drift-Challenge dabei. BMW ist bekannt als Driftkönig. Grundsätzlich würde ich sagen, ich kann Auto fahren. Also würde ich sagen, wir gehen mit richtig vielen Vorteilen ins Rennen. Ich bin wirklich froh, dass ich heute die RS3-Limousine fahre, weil erstens Audi, zweitens Limousine, drittens RS, das bin einfach ich. Ich bin leidenschaftlicher Quadrofahrer. Es wird für Laura verdammt hart, weil 5-Zylinder ist einfach Legende. Und ich bin mir 100% sicher, gerade bei diesen Bedingungen wird dieses Auto einfach abliefern. Der Audi lässt satte 400 PS auf die Räder los. 374 Pferde stecken im BMW. So, Laura, erste Challenge, gleich meine Lieblingschallenge, das große Drag Race. Yes, was haben wir vor? Audi gegen BMW. Allerdings kommt es hierbei jetzt nicht darauf an, wer als Erster im Ziel ist, sondern gleich wird hier noch alles bewässert. Es wird alles nass sein und dann gucken wir uns jetzt an, welches Auto mit diesen schwierigen Bedingungen besser klarkommt und näher an die Werksangabe ranfährt. Werksangabe bei mir 4,3 Sekunden von 0 auf 100. Ja, das steche ich schon mal 3,8 Sekunden. Ach. Und bekanntlichermaßen Quadro, der Allradantriebsstrang. Richtig. Ich glaube, das wird richtig schwer für dich. Wobei man über X-Drive inzwischen auch noch mehr Gutes hört. Also, ich bin gespannt, wie wir mit der Traktion hier zurechtkommen. Ich würde sagen, fahrbar nass, ab in die Autos. Richtig, los geht's. Ein Drag Race auf bewässerter Bahn. Mehr Härtetest für die Hightech-Allradsysteme geht nicht. Wir sind im schönen Oschersleben. Es ist arschkalt, es ist nass. Wir haben es noch nässer machen lassen. Wir haben 2 richtig gute Fahrzeuge mit Winterbereifung. Und was wir uns bei der Challenge jetzt ansehen wollen, ist, was zur Werksangabe von 0 auf 100 eigentlich übrig bleibt, wenn die Bedingungen so sind, wie sie jetzt sind. So richtig schlecht. Weil natürlich werden normalerweise die Werksangaben gemacht unter Idealbedingungen. Es ist schön, es ist Sportbereifung drauf, es ist warm, also es ist super. Und jetzt schauen wir mal, was davon noch übrig bleibt. Wie sieht's aus? Ich musste erstmal meine Launch Control finden, bei den ganzen Knöpfen hier. Aber Launch Control läuft. Audi ist ja bekannt für seinen Quattro-Antriebsstrang, alleine der Name schon, Quattro. Werksangabe 3,8 Sekunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es für den Audi fast egal ist, ob trockene oder nasse Straße. Der wird auf jeden Fall an die Werksangabe fast drankommen. Der BMW hat X-Drive. X-Drive hat sich schon etabliert in den letzten Jahren. Werksangabe bei mir 4,3 Sekunden.
bisschen langsamer wird sein, weil wir wissen, dass die Bedingungen normalerweise richtig gut sind bei solchen Angaben. Ich würde sagen, alles, was im Bereich 2/3 Zehntel langsamer ist, wäre akzeptabel, wäre ich schon zufrieden. Die Strecke ist jetzt richtig nass geworden. Strecke ist nass? Ich würde sagen, es kann losgehen. Warten wir aufs Zeichen. Bin ich gut weggekommen. Scheiße, Philipp hat sich voll verpennt. Wow! Sehr geil. Also ernsthaft, ich bin begeistert. Ja, also hat schon massiv durchgedreht, muss ich definitiv sagen. Also auf den ersten Metern, aber dann marschiert das Ding los. Ja, jetzt gucken wir uns mal die Zeit an. Und wie war's? Es war voll geil! Ja, also ich muss sagen, ich bin wirklich. Es fühlte sich gut an. Also es war schon auf den ersten Metern, hat man wirklich gemerkt, wie es einfach nur durchgedreht hat, aber dann ging's los. Ich war echt mega positiv überrascht. Also auf den wirklich nur die ersten paar Sekunden, wo ich gemerkt habe, da ist nichts an Traktion. Aber er hat eigentlich sofort Traktion gefunden dann. Und dann wirklich für das, dass das Auto 1760 Kilo hat, richtig stark. Aber Laura, jetzt mal zu den nackten Zahlen. Werksangabe 3,8 Sekunden auf 100. Ich hatte ja schon die Vorahnung, dass der Quadro das so gut machen wird, dass wir tatsächlich unter 4 Sekunden landen. Und so war es, 3,98 Sekunden auf 100. Damit liegt der Audi RS3 unter schwierigsten Bedingungen nicht mal 0,2 Zehntelsekunden unter der Werksangabe. Wahnsinn. Das ist okay, schon der ich habe nicht Wahnsinn geguckt, wir müssen gucken. Ich war gerade noch so stoked von dieser geilen. Ja, total. Komm, lass uns gucken. Okay. Die nackte Wahrheit. Jetzt geht's los. 4,557. In 4,3 Sekunden stürmt der BMW M240i unter idealen Bedingungen auf Tempo 100. Hier und heute ist er 0,256 Sekunden langsamer, als BMW verspricht. Hat nicht ganz gereicht für mich. Das heißt wohl, der Punkt geht an dich. Alles klar. Der Wimpernschlag von 0,076 Sekunden gibt den Ausschlag für den ersten Zähler. 1:0 für den Audi. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, beide Autos haben das verdammt gut gemacht. Richtig. Richtig. 2 Zehntel langsamer als Werksangabe, da führt das normalerweise wahrscheinlich bei 20 Grad mit Sommerreifen im Trockenen auf einer perfekten Strecke gemessen würde. Wir einfach hier erster Versuch, nasse Straße, dafür haben die das verdammt gut gemeistert. Ne? Ich bin auch begeistert, da kann der X-Drive schon ganz gut mithalten. Aber ich bin mir sicher, du wirst ja noch ein paar Tricks auf Lager haben. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, weiter geht's. Bis dann. Ich sitze im BMW 240i mit X-Drive. Motor leistet 374 PS. Von 0 auf 100 verspricht der Hersteller in 4,3 Sekunden. Das Auto gibt ab Basispreis 56.000 Euro. Erste starke Bremsung. Okay, verzögert gut. Man merkt einfach schon das Gewicht vom Auto, gell? Ein Leichtgewicht ist der BMW nicht, das wird sich noch rausstellen. Auch der Preis wiegt schwer. Lauras Testwagen schlägt mit 72.040 Euro zu Buche. In Sachen Leistung und Preis setzt Philipp aber noch einen drauf. Ich sitze heute in der neuen Audi RS3 Limousine. Brandaktuelles Modell, 400 PS. Dieses Auto beschleunigt in 3,8 Sekunden auf 100. Und kostet in der Basisversion 62.000 Euro. Auch bei Philips Audi ist einiges an Zusatzausstattung mit an Bord. So aufgerüstet werden satte 78.225 Euro für den Kyalami-grünen Testwagen fällig. So, Laura, nächste Challenge. Yes. Ich würde sagen, jetzt kümmern wir uns mal um den Sound. Richtig. Nicht ganz unwichtig, 6-Zylinder, legendärer 5-Zylinder.
Und das heißt, du kannst dich auf was gefasst machen, würde ich sagen. Tja, 6 Zylinder, ich habe 1 Zylinder mehr. Mal schauen. Was machen wir? Also, wir haben uns einmal zum Soundmessen einen Profi geholt, richtig? Steven vom Raniel? Ja, genau, hallo. Hey, erzähl mir was. Genau, also ich habe Messgeräte mit dabei. Das heißt, wir können Messungen machen, so wie die DK, wie der TÜV auch. Wir können draußen an der Rennstrecke messen, wir können drin im Fahrzeug messen und dann können wir einfach mal gucken, was passiert. Das heißt, das Ding misst die Lautstärke? Genau. Also wir beide messen jetzt, welches unserer beiden Autos am lautesten bei der Vorbeifahrt hier auf der Stadt Zielgerade in Oschersleben ist. Wir fahren maximal schnell an dem Gerät vorbei und sehen dann, wer mehr Dezibel zusammenbekommt. Hast du da noch ein zweites von mit? Ja, kann ich euch mitgeben. Weil ich würde vorschlagen, wir nehmen ein Messgerät mit in den Innenraum und gucken zeitgleich mal, wie laut das drin ist. Gib du uns noch ein zweites Messgerät. Ich gebe dir das mit. Du fangst an? Drück ich dir in die Hand und Perfekt. Wir fahren mit dem Audi los. Okay. Also von außen ist Audi dafür bekannt, die 5-Zylinder, die sind einfach laut. Trotz OPF, Partikelfilter, kommt hier trotzdem noch jede Menge aus dem Auspuff raus. Ich denke, Laura wird es verdammt schwer haben, hier gegen anzukommen. Innenraum ist wieder eine andere Sache. Wobei, selbst da muss ich sagen, bisher habe ich Lauras BMW noch gar nicht gehört. Das liegt einfach daran, dass dieser Audi selbst innen ziemlich laut ist. Also meine Prognose, außen lauter, innen lauter und am Ende gewinne ich. Für ein komplettes Serienauto, muss man wirklich schon sagen, ist dieser Sound wirklich sehr schön. Es ist irgendwie so ein bisschen, finde ich, wie so ein Orchester. Weil der verändert so seine Tonlage über die ganze Drehzahl. Ja, ich finde, von unten raus klingt er richtig voll und nach oben hin wird er richtig schreiend. Fängt an zu schreien, ne? Ja, ja, komplett. Ich würde sagen, wir halten jetzt mal unseren Schnabel. Du aktivierst das Gerät. Wir fahren auf die Start-Zielgerade und ziehen dann einmal komplett durch und machen mal eine Messung. So machen wir es. Also? Los geht's. So wie wir uns jetzt unterhalten, sind wir so bei 60, 70 dB. Auch zum Straßenverkehr jetzt passend zum Motorsport sind wir auch bei 70, 80 dB. Und dann geht es schon weiter. Dann kommt der LKW, der ist schon wieder ein bisschen lauter. Und so der Klassiker, also ab 100 dB wird es schon schwierig fürs Gehör. Da wird es schon sehr kritisch, weil es einfach lautes Rockkonzerte. Der Düsenjäger ist immer so, oder das Flugzeug ist halt immer so der Klassiker bei 120, 130 dB. Und das tut dann schon weh und ist auch schädigend fürs Gehör. Dezibel maximaler Wert. 118? Ja, 118. Krass. Ja. So, okay, dann fahren wir mal zurück und gucken wir mal, was wie laut da von außen war, ne? Ja, richtig. Muss man die Jacke wieder anziehen, ist kalt, ne? Boah, im schönen Oschersleben. Ja, so schön die Rennstrecken auch alle sind, es ist immer so verdammt windig es und kalt. Es ist immer entweder richtig heiß oder arschkalt. Also, Steven. So. Wir haben tatsächlich im Innenraum 118 Dezibel gemessen. Oh, ja, das ist viel, ne? Das ist viel. War echt beeindruckend. Ja, also, das hätte ich nicht gedacht. Man ja. muss dazu sagen, es ist nicht störend. Mhm. Also es ist noch so, dass der Motor einen von vorne anschreit und nicht so dröhnig im Innenraum ist. Aber 118 war schon... Das ist viel. Schon also entgegen meiner Erwartungen waren wir hier draußen dann doch leiser. Also ist es schon ein hoher Wert auch für dich. Ja. Aber jetzt erzähl mal, was sagt das jetzt? Wir haben hier draußen 108,9 gemessen. 108? Ja. Bei Weitem. Leiser als leiser im Innenraum. Aber jetzt als Profi, kann das sein, dass es draußen leiser ist als drin? Geht das? Die Motorgeräusche im Innenraum, ihr sitzt mehr an dem Motor als hier draußen. Und ich hatte auch einen gewissen Abstand. Wenn wir vielleicht mit der Messung ein bisschen näher rangehen würden als Fahrzeug, wäre der Wert auch wieder anders. Also darum, das kann schon hinkommen. Um das Ganze größenordnungsmäßig mal ein bisschen einzuordnen, ein Flugzeug hat beim Starten 120 Dezibel. Das heißt, das klingt jetzt so, als wenn man in diesem Auto unmöglich fahren könnte, ist aber nicht so, weil diese 118 Dezibel hat das Fahrzeug nur im Peak einmal kurz gehabt. Das heißt nicht durchgehend, sondern es gab einen Ausschlag, wo mal kurz 118 Dezibel erreicht waren. Man kann mit dem Auto allerdings auch leise fahren. Das heißt, wenn dieser Motor nicht auf Drehzahl ist, dann schreit er auch nicht so und dann ist das Geräuschlevel definitiv tiefer. Jetzt geht's in BMW 6-Zylinder. Mal gucken, der wird garantiert innen leiser sein. Aber bei 108 außen, ich bin gespannt, ob er nicht doch auf einmal von außen laut ist. Ja, ich würde es hoffen. Los geht's. Auf geht's. Jacken wieder aus. Boah, ist aber kalt. Puh.
118 waren einmal im Innenraum vom Audi definitiv höher, als ich erwartet hatte. 109 außen haben mich auch überrascht. Ich glaube, der BMW schreit mehr, aber rein subjektiv hätte ich jetzt mal geschätzt, er ist leider ein bisschen leiser. Ich finde, hier hört man schon, dass der Auspuff ein bisschen zugeschnürter ist, ja, und dass ein bisschen mehr Motorgeräusch, ja, von vorne ist. Ich finde auch, der Sound gerade unten raus, habe ich mir ehrlicherweise viel voller erwartet. Dass der Sechszylinder dann da unten raus ein bisschen schiebt. Ja, weil da finde ich, ist der Audi wirklich, klingt der Audi voller, obwohl er Fünfzylinder ist. So, jetzt aber leise. Jetzt sind wir leise, ich drücke auf den Knopf und los geht's. Das gibt's ja gar nicht. Nein! Nein! Oh Gott, wie viel? Hätte ich komplett nicht gedacht. 119,5 Dezibel. Nein, das gibt's nicht. Also der BMW ist tatsächlich... Ich war mir sicher, dass der innen leiser ist. Ich war mir komplett sicher, dass der innen leiser ist. Noch mal ein Dezibel lauter. Aber das ist einfach dieser reine Sechszylinder, der schreit so hellhörig. Ja, das geht halt wirklich bis in den Innenraum rein, ne? Du wärst überrascht. Das sage ich dir. Ja? Ja, ja, absolut. Also, pack mal aus, Philipp. Es war tatsächlich so, dass der BMW im Innenraum noch mal ein Dezibel lauter ist. 119,5. Ja, tatsächlich. Okay. Ja. Ich und jetzt hier draußen? Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe, der BMW war lauter. Wir sind gelandet bei 111,9. Wir haben es vermutet, vermutet, wenn der Sechszylinder im Innenraum schon so viel mehr schreit, dann wird er draußen vielleicht auch ein bisschen mehr schreien. Ja. Wir haben festgestellt, dass der Klang von dem Sechszylinder ist einfach höher und alles, was höher ist, schreit mehr und ist einfach wirkt nicht nur lauter, sondern ist auch offensichtlich lauter. Ja. Okay, das heißt, der Punkt geht leider an Laura. An mich und den BMW natürlich, der schön laut war. Innen und außen mehr dB. Und damit der Punkt für den BMW. Ausgleich zum 1:1. Aber das Battle der kompakten Power-Allradler mit 374 und 400 PS ist noch lange nicht zu Ende. Weiter geht's. Neue Challenge. Parklücken driften. Pass Parklücken auf. Driften? Ja. Alles klar. So, wir haben beide 5 Versuche maximal. Wir kommen von da drüben an und müssen unser Auto in diese Parklücke reindriften. Wir schauen mal, was die Allradfahrzeuge drifttechnisch jetzt so noch drauf haben. Also ich kenne diese Disziplin eigentlich eher nur mit Handbremse, früher im Schnee auf dem Parkplatz, die Chicago-Winde. Ja. Aber okay, Allrad, ich würde sagen, wir testen es einfach mal, vielleicht geht es. Punkt kriegt der, der am wenigsten Versuche braucht. Was ist, wenn wir gegen ein Hündchen kommen? Gilt nicht. Geht nicht. Hündchen umschmeißen ist also nicht. Man Auto, muss schon ganz reindriften. Auto muss vollständig hier drin stehen. Vollständig im Drift in der Lücke stehen. Wir fahren von da hinten an und driften dann so rum hier rein. Richtig. Boah, okay. Wird also, richtig schwierig. Wer soll anfangen? Fang ich an? Fang du an. Ich fang an. Ich schau mal zu. Okay, dann bring den BMW in Sicherheit. Ich weiß nicht, was passiert gleich. Ich stelle ihn mal hinter den Zaun. Die meisten unter uns würden, wenn sie ein Driftauto suchen, natürlich erstmal einen BMW nehmen. Jetzt hat sich Audi was bei dieser Generation überlegt. Den sogenannten Torx-Splitter, der soll eigentlich dafür sorgen, dass sich dieses Auto extrem gut und einfach driften lässt. Es ist jetzt nicht ein Differential, welches die Kraft nach hinten schiebt, was dem Auto einen Heckantriebcharakter geben würde, sondern es sitzt hinten in dem Differential zwei Lamellenkupplungen, welche einfach nur die Kraft von dem linken aufs rechte Rad verteilt und somit das Auto in gewissen Situationen hecklastiger macht, beziehungsweise, man muss es eigentlich anders sagen, das Auto in einen Drift zwingt. Ob das Ganze jetzt allerdings so gut funktioniert bei diesen langsamen Geschwindigkeiten, die wir gleich fahren werden, das müssen wir erstmal testen. Okay, also ein Philipp Kess kann auch einen Audi driften, wie wir wissen oder wie wir sehen. Ja, jetzt zu unserer Challenge. Wir fahren auf diese Lücke zu und ich muss es irgendwie schaffen, diesen Allradantriebsschrank so einen Kick zu geben, dass das Auto sich reindriftet. Dafür brauchen wir einen Schlag auf den Antriebsschrank, um das Auto überhaupt in diese Driftbewegung reinzukriegen. Erster Versuch. Ja,
nicht schlecht, wenn es ein paar Meter weiter vorne gewesen wäre. Tatsächlich, nicht schlecht. Stell ihm seinen Hut dann wieder auf. Wir haben definitiv eine Pylone hier mitgenommen. Die haben wir ein bisschen rüber geschoben. Ja, ja, ein paar Meter weiter nach ja, vorne. Ja, ja. Es wird schwierig. Schau, der driftet, dieser Audi, der driftet. Versuch 1 hat schon mal nicht geklappt. Laura muss erstmal die Hütchen neu aufstellen. Also, das Schwierige wird sein, den Moment zu finden, wo wir die einleiten. Ich muss definitiv um die Parkbox rumfahren, dass ich von hinten rankomme. Zweiter Versuch. Ja, ja, ja. Oh, fast. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Da steige ich tatsächlich mal aus und das gucke ich mir mal an. Du hast leider ein paar Hütchen getroffen. Ah. Aber es war schon besser als der erste Versuch. Ja, es war richtig gut schon. Der erste war schon. Hey, es war schon richtig gut. War schon besser. Lass die Hütchen stehen. Wir versuchen es nochmal. Ja. Ja, unsere Parkbucht ist einfach so klein, dass das Ganze echt eine Aufgabe ist. So, nächster Versuch. Ja, scheiße. Der kann alles Autos tunen, Autos fahren, Autos driften. Ja. Ich glaube, der war schon gar nicht so schlecht. Ast rein, Herr Kess, Ast rein. Ah, war nicht perfekt. Aber es war schon knapp dran. Aber ich stehe immerhin sagen, drin. Wir machen die Kontrolle. Ich stehe immerhin drin. Geht sich aus. Geht sich aus, ja, ne? Ja. Also man kann es wirklich leider nur mit brachialer Kraft machen. Wirklich und einlenken, diese... Vollgas und dann wirklich einfach stehen lassen, bis er sich so reinzieht. Und die 90 Grad sind richtig schwierig, ja. Gell? Also er dreht sich fast mit über 70. Das war schon Arbeit. Aber ich überraschend froh, gut für einen Audi zu driften eigentlich, das oder? Das definitiv. Also Spaß haben kann man auf jeden Fall. Wenn es jetzt trocken wäre, würde das Ganze wahrscheinlich noch mal anders ausgehen. Aber es hat Bock gemacht und ich bin froh, dass es überhaupt funktioniert. Ich würde sagen, so, jetzt schmeiße ich in ein BMW, ich fahre hier raus und weiter geht's. Pass. Sonst wären wir auch ganz nass. Ja, genau. Ich glaube, die größte Schwierigkeit wird sein, einzuschätzen, wie viel Gas er jetzt wirklich braucht, wie viel Lenkbewegung er braucht und wie sich der Allrad dann in dem Moment verhält. Weil tendenziell, ja, BMW, Querschleuder, das Heck geht leicht weg, lässt sich dann regelmäßig rumziehen. Das ist das, was man kennt. Mit dem Allrad sind die Karten neu gemischt. Mit Laura am Steuer lässt aber auch der Allradgetriebene BMW das Heck raushängen. So, also quer geht er schon mal ganz gut. Es geht los, Versuch Nummer 1. Oh Gott, okay, das hat mal gar nicht funktioniert. Sie hat selber abgebrochen und gemerkt, das schafft sie auf jeden Fall nicht. Weil es ist unheimlich schwer, diese riesen Radiusbewegung hinzukriegen. Das ist gar nicht so einfach. Der Philipp hat nur 3 Versuche gebraucht. Jetzt muss ich mir mal zusammenreißen hier. Der sieht schon besser aus. Ja, also der erste war mal voll mit Arsch. Aber du hast dich gefreut. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Du hast dich gefreut im Auto. Man hat richtig gesehen, wie du grinsen da drin saß. Aber ich habe echt keine Ahnung gehabt, was ich da gemacht habe. Der zweite war schon, also 30 cm haben gefehlt. Dann hättest du es genau geschafft. Ja, hättest du es genau geschafft. Also gerade so ging. Ja, das ist scheiße, weil jetzt haben wir auf jeden Fall auch 3 Versuche. Versuch Nummer 3. Da fehlt ja wirklich nicht viel, halber Meter. Aber auf der großen Fläche hat man auch immer keinen Anhaltspunkt, wann man Gas gibt. Ja, ja, ja. Leider nein. Ich kann nicht fassen, dass ich diese Challenge nicht gewinne. Ich glaube, wenn du jetzt eben gerade drauf stehen geblieben wärst, ja, hätte es tatsächlich gepasst. Also es war so, wenn du drauf stehen geblieben wärst, wärst du genau reingerutscht. Ja, schade. Punkt geht an dich. Knapp daneben. 30 cm fehlen dem BMW zum Sieg. Damit steht es 2:1 für den Audi. Doch Zeit zum Ausruhen bleibt den kompakten Power-Allradlern nicht. So, Philipp, nächste Challenge. Rennsport, Tuner, das heißt Fahrzeuggewicht, extrem entscheidend, muss leicht sein. Und ich habe zufälligerweise meine Wagen mit. Wir schauen uns jetzt an, wie nahe die Werksangabe vom Gewicht her zur Realität eigentlich wirklich stimmt. Das heißt, wir nehmen die Angabe, die im Fahrzeugschein steht? Richtig. Diese Angabe ist, glaube ich, eine EG-Richtlinie? Richtig. Das heißt, 100%
Flüssigkeiten, 75 Kilo Fahrer und 90% Tank. Wie praktisch, dass wir eine Tankstelle hier haben an der Rennstrecke. Richtig, die so, wir gleich nutzen können. Können wir jetzt als allererstes anfangen und tanken die Autos? 90%. Dann holen wir die Waage raus. Das heißt, wir überprüfen hier jetzt, ob die Hersteller ehrlich sind und der Wert, der im Fahrzeugschein steht, wirklich der Realität entspricht. Richtig. Okay. Und wer mehr flunkert, hat verloren. So sieht's aus. Ich würde sagen, ich fange an mit tanken. Passt. Und dann geht's los. Okay. Ich bin super gespannt, wer näher dran ist. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ach, ja, die Audis sind schon immer so diese sauberen Männer. Also ich bin nicht ganz sicher, ob sie die wirklich flunkern trauen im Fahrzeugschein. Ich würde es hoffen, damit der Philipp dann möglichst weit daneben liegt. Aber ich glaube, BMW hat da ein bisschen mehr Eier und packt da vielleicht ein bisschen weniger Gewicht rein, also, als da wirklich ist. Mal schauen, ich bin echt gespannt. Ja, Laura, jetzt müssen wir leider unser Gewicht bekannt geben, weil wir brauchen einen Fahrer, der 75 Kilo wiegt. Richtig. Und wenn ich mir dich so angucke, glaube ich nicht, dass du 75 Kilo wiegst. Aber knapp. Ich leider auch nicht. 68. 68? 68 Kilo. So, wir machen mal Folgendes. Ja. Ich fange mal an. Okay. Wir nullen die hier mal, die Wagen. Jetzt stellen wir uns hier mal drauf. 89. 89. 90? 90, ja, ist die Jacke. Okay, ich mache auch mal. 68. 68 Kilo. So. Jetzt passt das wirklich witzigerweise genau zur Norm. Die Norm sagt eigentlich 68 Kilo plus 7 Kilo Gepäck. Ballast, Gepäck, wie auch immer. Das heißt, wir brauchen noch 7 Kilo. Wir brauchen 7 Kilo. Was haben wir? Hast du was im Petto? Das Coole an der Kiste Bier ist, wir können jetzt einfach einzelne Flaschen rausnehmen. Ja, mach mal. Bis wir auf 75 sind. Können das hier passen? Hätte ja fast ein Sechser-Träger gereicht hier. Ja, wahrscheinlich. Laura, wie schwer bist du? 68 plus ein Sechser-Träger. So. 75 Kilo. Das heißt, wir haben jetzt einen Fahrer samt Gepäck, der nach Norm 75 Kilo wiegt. Die Kiste kommt jetzt in den Kofferraum. Ich würde sagen, wir fangen mit dem BMW an. Perfekt. So, also. Wie war das jetzt, Laura? Wenn alles gut geht gleich, haben wir 1765 Kilo. Das steht im Fahrzeugschein. Ich bin gespannt. Ich auch. 90% Tankinhalt und 75 Kilo Fahrer sind an Bord. Gemessen wird per Radlastwaage aus dem Rennsport. Ist immer, ist immer so der beste Moment. Ich habe die Waage in der Hand, keiner kann sehen. Zeig her. Das Auto ist tatsächlich noch schwerer. 1805 Kilo. Alter. Also oben stehen sollten 1765. 1805 Kilo stehen jetzt tatsächlich auf der Waage. Das heißt, du gehst mit 40 Kilo mehr als Herstellerangabe tatsächlich ins Rennen. Alter. Und da muss man wirklich mal sagen, ich finde es wirklich auch schwer. Ja. Für dich als Rennsportlerin. Ja. Tut das ja richtig weh im Herzen. Es tut weh im Herzen. Jedes Kilo tut weh, aber 40 Kilo Preisen zur Werksangabe ist schon mal richtig heftig. Okay. Glaubst du, dass du näher dran bist beim Audi? Der geht mit 16,50 ins Rennen, was ja schon mal auch deutlich leichter ist, muss man einfach so mal sagen. Mein Bauchgefühl sagt mir ein bisschen schwerer. Wir schauen es uns an. Okay. Meistens ist es immer so, dass die Autos schwerer sind, einfach weil vielleicht noch ein bisschen Ausstattung oben drauf kommt. Aber wir sind hier bei einer kompakten Mittelklasse, deswegen ich denke, das Gewicht sollte schon ganz gut hinkommen. Und? Oh Gott, du grinst schon, siegessicher. Nein! Also, Audi hat seine Hausaufgaben in dem Fall besser gemacht. 1673 Kilo. Das heißt 74. Du, nicht atmen. 74, das heißt 24 Kilo mehr als die Herstellerangabe. Erstmal schon mal, also ich finde schon mal beachtlich, dass beide Autos so schwer sind. Ja, ja, richtig. So, also tendenziell geht es scheinbar immer eher nach oben als nach unten. In dem Fall haben wir 24 Kilo mehr, das heißt, ich bin näher dran. Und damit geht der Punkt ganz klar an dich. Yes! Beide Autos sind schwerer als angegeben, aber der Audi liegt näher am Wert im Fahrzeugschein. Der nächste Punkt für den RS3. Und jetzt heißt es Showdown. So, Philipp,
Letzte Challenge, Königsdisziplin, die schnelle Runde. Bist du nervös? Ja, ich denke mal, jetzt kommt die Disziplin, wo ich mich auf jeden Fall am meisten anstrengen muss. Weil wir sind in Oschersleben, wir sind auf einer Rennstrecke, das heißt, wir wollen es so richtig einmal knallen lassen. Richtig. Genau dein Metier eigentlich? Richtig, mein Metier. Normalerweise allerdings mit dem Rennauto, jetzt richtig. Mit dem Straßenauto. Ja. Wir fahren eine schnelle Runde, wir machen einen stehenden Start. Challenge gewinnt, wer die schnellste Zeit hat. Fahren wir alleine zusammen? Wir fahren zusammen. Zusammen? Ich fange an. Auf geht's. Los geht's. Also ist meine Disziplin, die jetzt kommt. Das ist natürlich super spannend. Ich bin Rundstreckenfahrerin. Thema ist natürlich klar, am Papier, sagen wir, jetzt ist mein Auto ein bisschen schwächer, ein bisschen schwerer, von 0 auf 100 ein bisschen langsamer, schmale Winterreifen. Aber es ist, wie gesagt, meine Disziplin. Laura geht in die schnelle Runde mit 131 Kilo Gewicht mehr an Bord. Jeder Rennfahrer weiß, Gewicht ist das A und O. Und diese 131 Kilo wieder rauszufahren und dann auch noch mit 26 PS weniger, das wird wirklich eine Aufgabe, die muss Laura erstmal meistern. Die Motorsportarena Oschersleben. Eine von nur 5 permanenten Rennstrecken in Deutschland und mit ihren 14 Kurven gerade bei Regen extrem anspruchsvoll zu fahren. Ich würde mal hoffen, es bleibt trocken, sieht eher nach Regen aus, aber wenn es trocken wird, Taktik Vollangriff. Einfach alles, was geht, mal schauen, was in dem Auto drin steckt. Bei Regen eigentlich dieselbe Taktik, mal voll auf Angriff, mit dem Risiko, einen Dreher zu kassieren oder vielleicht einen richtig starken Fersteher zu kassieren. Aber wir wollen hier das Limit von den Autos testen und da muss man halt einfach mal ans Limit oder auch übers Limit. Jetzt kommt natürlich noch dazu, wir fahren jetzt die schnelle Runde. Es fängt auch noch an zu regnen. Okay. Ah, Rennfahrerin, da sitzt einfach jeder Start immer. Definitiv. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie hier so. Ja, ich bin mal gespannt, was mit dem Regen hier so los ist. Also ich kann dir sagen, es ist definitiv rutschiger als vorher. Oh ja, krass. Man Boah. Merkt sofort, wie es so richtig rutschig ist. Ne? Boah, es ist richtig rutschig hier. Es ist einfach jetzt saurutschig. Vor allem, man merkt richtig, wie das Auto schon zickig ist. Ja, weil man kann ja gefühlt gar nicht richtig agieren. Genau, gell? Man lenkt ein ganz bisschen und schon ist das Ding in Drift. Vorn drüber oder? Massiv sogar, ja. Der kriegt da tatsächlich gerade überhaupt keine Reaktion mehr zusammen, gell? Gut, also die Bremsen funktionieren überraschend gut, aber dann halt alles, was ab Einlenken ist. Aber für nasse Straße, finde ich, bist du nach wie vor motiviert auf der Bremse. Das muss man so schon sagen. Ja, Bremsen ist was, das Lernen im Rennsport. Man merkt auch bei einem Rennfahrer immer sofort, wie hart ihr sofort immer bremst. Ja, ne? Sicher. Also Bremse leistet ja viel mehr, als man sich denkt. So, letzte Kurve. Oh, aber nur geradeaus hier. Nur geradeaus, Lenkrad massiv am Aufmachen. Aber er beschleunigt da gerade, er trifft gar keine Reaktion, gell? So, 2 Minuten 17. 9:00. Ja, es ist halt einfach nass, es ist extrem rutschig. Was mich jetzt am meisten überrascht hat, war, wie wenig das Auto eigentlich Traktion bekommen hat. Also es stand teilweise voll am Gas und es hat einfach 2-3 Sekunden Traktion gefunden. Das ist dann der Moment, wo das ESP halt einfach in dem Moment regelt. Ja, ja. Dann wird er das so hart wegnehmen, dass da halt nichts mehr geht. Du hast dann einen Shot und der muss sitzen. Und wenn du natürlich da, wie ich, in die erste Kurve reinballerst, es ist auf einmal nass und dann einmal alles quer steht, ist so, schon mal erste Kurve richtig versaut. Aber gut, die Runde zählt dann, fair enough. Man will ja auch das Auto ans Limit bringen. In dem Fall war es klar überm Limit vom Auto. Für mich ist es jetzt natürlich von Vorteil, dass ich gerade bei Laura im Nassen schon mal eine Runde mitfahren konnte. Ich konnte mir die eine oder andere Sache von ihrer Linie schon abgucken und bin jetzt natürlich für die Runde perfekt vorbereitet. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass die Bedingungen mir jetzt zugutekommen. Ja, glaube ich auch. Ja. Gut, Start hast du schon mal nett verpennt, das ist ja schon passt, mal gut. Passt zum Quadro, ja. Ne? Ja, ja. Absolut. So, jetzt heißt es, die nasse Fahrbahn ein bisschen einchecken. Ich bin dann immer einer, der es eher ein bisschen langsamer angehen lässt.
So, hier ABS-Regel. Von außen nach hinten. Ja. Richtig. Ja, hast du schön erwischt. Er lenkt auch gut ein. Ja, also hier merkt man halt den schweren 5-Zylinder auf der Vorderachse. Ja. Und ich kann wirklich mit dem Fuß raustarieren. Ja, aber untersteuern war jetzt nicht wild, muss ich sagen. Jetzt stehe ich aber voll drauf. Ja, aber trotzdem gut auch von der Bremsleistung her. Finde ich. Letzte Kurve. Zeit sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Oh. Krass untersteuern. Bis auf Körb raus. Ja. Und 1,1289. Respekt. Also ich muss ehrlich sagen, gefühlt lässt sich der Audi bei den Bedingungen viel einfacher fahren. Müssen wir einfach jetzt mal so ehrlich sagen. Ja. Ohne, dass ich dich jetzt in Schutz nehmen will. Aber du bist das auch mega schön gefahren, hey. Richtig gut. Richtig cool. Wirklich. Ach, so. Ja, das waren zwei richtig spannende Runden, hey. Erstmal muss gesagt sein, wenn ihr heute jemand on point ein Auto gefahren bist, dann bist definitiv du das. Weil man muss einfach mal sagen, wir hatten eigentlich vor, im Trockenen loszufahren. Stehen da, Launch Control, fahren los, bumm, es fängt an zu regnen. Erste Kurve, einfach nur rutschig, du wusstest gar nicht, was du machen solltest. Erstmal 2 Meter zu weit gefahren und trotzdem dann noch diese Rundenzeit rausgehauen. Ja, aber es hat nicht gereicht, weil ich bin gefahren eine 2:17, 9:90 und du bist gefahren, ne? Jetzt kommt es eine 2:12,89. Richtig, damit hast du dir nicht nur den letzten Punkt geholt, sondern auch den Gesamtsieg. Und zwar deutlich. Am Ende rast die Audi RS3 Limousine mit 4:1 ins Ziel. Also, wir wollten wissen, wer ist der beste kompakte Power-Allradler und gewonnen hat. Ich muss wirklich sagen, nicht umsonst trägt der hier das Kürzel Quadro. Ja. Audi Quadro, dafür bekannt, bei schwierigsten Bedingungen immer zu fahren wie auf Schienen. Ja. Das hat er gerade gemacht in seiner schnellen Runde, fuhr sich wirklich perfekt. Also da kann man wirklich sagen, dieses Auto ist definitiv eine Fahrmaschine. Super schönes Fahrzeug. Ich muss aber auch sagen, ich war voll überrascht, positiv vom BMW. Ich finde, richtig nices Auto. X-Drive ist zwar noch nicht ganz ein Quattro vielleicht, aber schon hat sich gut entwickelt. Geht in die richtige Richtung. Ja, richtig. Alles klar, dann fahren wir jetzt die Strecke trocken und schauen, was noch geht. Du kannst gar nicht genug kriegen, ne? Na, auf keinen Fall. Und ich lasse dich nicht vor, sage ich dir gleich. Das sehen wir, wer als Erster da ist. Kannst dich schön hinten anstellen.